Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. So, Ben ist gerade rausgekommen. Wir haben gehört, dass Rufus da was in Midgar vorhat. Genau, sind aus der verlorenen Stadt jetzt über das Bone City oder wie das heißt, Ausgrabungsstätte rausgekommen. Und Ben hat dieses Dialogfeld gerade eröffnet. Was zum... Schon das Spiel ist hängen geblieben. Das war das Ding, was wir angegriffen hatten im vorletzten Part. Hat nie zu viel Godzilla geschaut? Nicht, dass das Ding Tokio platt macht. Okay. Zurzeit, was ist los? Es ist ein seltsames Signal. Von woher? Es kommt von dieser Person? Wow, sagt Ketzef. Hey. Das war eine Überraschung. Die Geräte spielten verrückt. Das sieht nicht gut aus. Weapon taucht aus dem Ozean auf und hat direkt einen Kurs auf Midgar. Die neue Waffe dürfte ihn aufhalten, oder? Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Bird sagt, hey, was geschieht mit Marlene? Ach stimmt. Keine Angst um Marlene, sie ist an einem sicheren Ort, sie ist bei Iris Mutter. Na dann, zerstört Midgar. Ketzef sagt Barrett. Was war das eben für ein Kratzen? Wenn Marlene in Sicherheit ist, wen kümmert das da, was sonst noch passiert? Das würde ich dir schon eine ganze Zeit lang sagen. Wie viele sind wohl umgekommen, als du Midgar Nummer 1 hochgejagt hast? Da ging es um das Leben des Planeten. Ein paar Opfer muss man schon einplanen. Oh, schwierig. Ein paar? Was heißt hier ein paar? Für die sind es ein paar, für die Betroffene ist es alles. Ist was dran? Ich hasse es, Ketzef frech zu geben, aber hat er schon einen Punkt? Den Planeten schützen, ha, das hört sich gut an. Gegen dich stellt sich keiner. Da meinst du, machen zu können, was du willst? Wovon führt das Gespräch gerade? Bird sagt, das will ich von niemandem in Schinner hören. Ah, hat er auch einen Punkt. Da kann ich nichts machen. Hör auf. Einfach sagt Ketzef Barrett. Er weiß, was er getan hat. Was wir in Midgar gemacht haben, wird nicht vergessen werden. Ganz gleich aus welchem Grund. Es war gerade ein komisches Gespräch. Ey, wir werden gerade angegriffen, bald so, oder Midgar? Einfach sagt, ach so, wir haben nicht vergessen, ja? Ich kenne dich. Du kannst die Truppe nicht verlassen, weil du dich um die Leute in Midgar sorgst, ja? Einfach sagt Ben. Okay, vorwärts. Wir werden Wetten selber schlagen. Ich hab's versucht unten im Meer. Der macht 7800 Schaden mit einem Schlag. Hey Ben, sagt Sid. Glaubst du, wir können gegen dieses Ungeheuer gewinnen? Wir haben eine Siegeschance, klar? Wie soll ich das wissen? Ja, ich war. Aber das ist kein Grund, ihn entwischen zu lassen. Wir gehen nach Midgar und kämpfen gegen Wetten. Los, ab geht die Post. Dachte eigentlich, er sagt, ab geht die Luzi, aber... Urlaub in Costa del Sol wäre jetzt auch... Oh. Ah. Was passiert eigentlich? Hey, was tust du da? Die Highwinds zerstören, lass uns auf der Erde kämpfen.
Komm, was hat jeder von euch damals gemacht? Schenken raus aus dieser Welt. Kriege ich einen Schaden dabei? Dann aus Midgar, was Midgar? Midgar ist hier. Na gut, wir haben noch viel Zeit. Was ist, wenn ich hier parke? Bam! Oh. Ob ich ihn auch tunneln kann? Jupp. Was passiert, wenn er jetzt auf die Stadt zukommt? Achso, und ich noch nicht drin bin. Ich meine, ein paar Opfer gibt's immer, ne? Haben wir ja festgestellt. Weil ich meine, man muss es dann auch irgendwie akzeptieren, würde ich sagen. Was wäre eigentlich, wenn man den Beinen stellen? Na, ja, saufen tut er anscheinend nicht. Er hat schon trainierte Schultern, ne? Das muss den lassen. Sieht so ein bisschen auch aus wie so ein Hammerhai, ne? Heißen die so? Ich glaube schon. Oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Müssen den mal ganz genau betrachten hier. Cool, dass er so ein Monster hier einfügt. Macht doch Geräusche, wenn er aus dem Wasser rauskommt. Hände wie Schneebesen, der Kollege. Oha. Handelt sich nur noch um Sekunden. Ganz schöne Wolke hinterlässt er. Okay. Wäre lustig, wenn sie so ein Easter Egg einbauen, wenn du 100 Mal gegen die Gegend fährst. Kommt da ins Schleudern und zerstört einfach nur hier die Glücksspielstadt. Wie heißt er nochmal? Oh, jetzt sehen wir mal ein Land. Gucke mal. Ganz schönes Exemplar. Ups. Mal sehen. Alles gut, würde ich sagen. Jetzt warte mal, ich muss hier hinten, glaube ich, aussteigen. Nicht, dass er rauftrampelt. Macht er immer noch genug? Ja, wir sind nicht mal geheilt. Ey, alles gut. Alter. Ist er ausdefiniert, also. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Transformers. Was sehen wir für Schaden jetzt? Es geht ja. Feindes können. Ich glaube zwar nicht. Hier Zauberatem. Zauber. Gott. Gefrieren. Zauber. Wie sieht's bei uns aus? Heilung auf alle. Für Schaden hat das erste gemacht. Okay, okay. Voll auf die Birne, ey, aber richtig. So, Heilung, sehr gut. Yuffie macht einen Aufruf und zwar Phoenix. Nee, warte. Oh, hier kommt, komm, Reflexion. Red macht einen heulenden Mond. So, Yuffie ist damit selbst geschützt. Könnte es nochmal auf die anderen machen, so Ben geht hier auf Blitz 3, mal sehen. Schick, schick. Schade, dass er kein Igel ist. So, mal sehen, was macht Blitz jetzt? Blitz funktioniert sehr gut. Zauberatem, glaube ich, aber ne? Trine war es sicher auch gut hier, oder? Ne, Zauberatem. Ich glaube hier Zauberatem. Ja. Hat Yuffie auch Blitze?
So, Zauberatem. Wenn. Ja, macht nicht so viel. Okay, Blitz 3. Okay, Wechsellimit. Meteorring habt ihr geschrieben, eigentlich nur, wenn es mehrere Feinde sind, ne? Dann macht's mehr Schaden. Feindes können. Wollen wir es mal probieren? Er kommt aus Interesse. Er kam zwar aus dem Wasser, sieht aber aus wie eine Maschine. Okay, interessant. Countdown. Warum gefällt mir das nicht? Zählst du runter? Okay. 3. Heilung 2. Erfüllung macht ein bisschen was, ja. Mal sehen, was da gleich passiert. Fällt mir gar nicht. Wie viel Angriff? Komm, geht einfach mal auf Angriff. Das war dumm, ey. Was sagt der Countdown mir? Zauber? Blitz 3 auf ihn, keine Ahnung. Wir müssen Blitz machen. Warum Countdown? Okay. 0. Was heißt 0? Diamantenblitz. Gefällt mir nicht. Ja, für ihn. Der hat Reflexion da. Okay. Wir fährt ein Wechsellimit. Oh, sie leben alle noch. Sie leben alle noch. Bitte, 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 bitte. Okay. Bitte, 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 bitte. Angriff. Gewirkt. Nicht gut. Gar nicht gut. Yuffie macht erstmal Gelassenheit weg. Mach erstmal eine Gelassenheit weg. Hielt die Beine. Dachte, Countdown wäre so, ey, der nimmt uns aus dem Spiel raus. Stehen wir wieder solide da. Gibt's eine Phönixfeder? Nein, gibt's einen Aufruf von Yuffie. Weiß nicht, ob es auch Statusdinger wegnimmt. Hätten wir die Schleife jetzt mal Ben gegeben. Ach, Mist. Objekt. Ah, was war's nochmal? Was war's nochmal? So. Vergiftung auf Hip Versteiner, Hip Frosch, Hip Klein, Hip Stummheit. Ich glaube Stummheit. Ah, okay, okay. Auf Yuffie. Bitte. Echo Schirm. Ja, auf Yuffie, genau, sehr gut. Und Yuffie macht jetzt den Aufruf, wenn alles glatt geht. Aufruf. So. Das sollte Ben jetzt auch mit wiederbeleben. Bin einfach ungeheilt rein in den Kampf. Bin mal gespannt, mit wie viel Leben der dann wiederkommt. Vielen Dank auch für die Info, dass dann jemand wiederkommt. Sonst hätte ich jetzt eine Phönixfeder genommen, wird da angegriffen, ist sofort wieder weg. Sehr gut. Yuffie, eine Barriere oder was? Zauber. Heilung 2 auf alle. Zauber, Heilung 2 auf alle. Red müssen wir das mal wegnehmen. Sehr gut. Ach, halt ihn ja auch mit, Mann. Fällt mir so gar nicht, ey. Super. Gut, irgendwann hat er kein MP mehr, ne? So, warte mal. Reflexion auf ihn. Ah, Yuffie ist ja fast hin. Ben muss auf jeden Fall. Ach, Mist. Ben muss ein Objekt nehmen und zwar ein. Okay, erhöht, stellt HP her. Alle oder was? Auf Yuffie.
glaube alle, ne? Okay. So, Yuffie. Nimmt ein Objekt, nimmt den auf Red. So. Und Ben macht dann nochmal natürlich Blitz 3 auf ihn. Wir müssen unbedingt, ja, gut. Gülter Blitz oder was mal? Ja, komm, wir machen wieder Gelassenheit weg. Das hält ihn, glaube ich, nämlich nicht. So, dann müssen wir Red befreien hier von seinem Elend. Sehr gut. Okay, erstmal stehen wir solide da. Auch wenn wir kein MP mehr haben. So, warte mal, Objekt. Gibt Leben zurück, hebt Vergiftung, hebt Versteine, hebt Stummheit auf. Gehen wir rauf auf Red. So. Feindes können oder was? Zauber. Und zwar eine Zauberbarriere auf sich selber. Guck mal, wesentlich besser. Perfekt. Blitz 3. Achso, nee, er hat jetzt auch einen oder was, aber nicht, dass ich mich selbst jetzt hinrichte. Dafür Wechsellimit. Gelassenheit weg. Nein, hat sie Schutz oder was? Mega dämlich einen Kampf gestartet einfach. Ich dachte nicht, dass jetzt was passiert. Jackpot. Was? 35.000 EP? 3.500 AP. Ich habe gerade auf jeden Fall Substanzen reproduziert. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Wie sagt was? Er sucht woanders. Will das nicht gegen uns kämpfen? Nein, es fühlt etwas. Ja, es riecht Mord. Lass uns das vom Luftschiff aus beobachten. Was? Ich kann ja steuern gerade. So, Telefon. Petzef sagt, oh nein, lass uns schnell abhauen. Irgendwas Großes, ich meine, was Riesiges kommt. Alter, wie viel EP ich bekommen habe und... Hahaha, sagt Heinecker. Herr Präsident, Vorbereitungen für Sister Ray sind jetzt abgeschlossen. Hahaha, sagt Scarlett. Jederzeit. Feuer. Okay. Hast du was gerade so stattfand?
Aus welcher Richtung wird der Angriff kommen? Fragt Tifa. Wird seit Midgar. Wird seit Marleen. Ist das alles episch umgesetzt? Wahnsinn. Verdammt, sagt Barret. Barret sagt, es ist direkt durch Wetten gegangen. Ich verstehe, sie sind hinter Sephiroth her. Der Krater an der nördlichen Grenze, sagt Ben. Er ist weg. Die Schutzschicht ist weg. Bediener sagt, Sir, Weapon wurde geschlagen. Sowohl der Krater als auch die Barriere sind verschwunden. Sir, eine Masse hochverdichteter Energie bewegt sich auf Midgar zu. Wow, Weapon greift an. Das war's jetzt mit Rufus, oder wie? Hätte ich vorher nach Midgar gemusst? Was ist mit Sephiroth geschehen? Nordhöhle. Sehen wir nach, was passiert ist. Meintet ihr das mit der AG nach Midgar? Ja, geht's Level 14 jetzt schon? Ich werde mal versuchen, jetzt Richtung Midgar reinzugehen. Kann ich das überhaupt? Das, was ja alles gerade passiert ist. Konnte ich hier einfach durchlaufen? Solange das Wasser noch blau ist, ist alles gut. Ja. Mal sehen, was uns hier erwartet. So in alle Richtungen weiß ich, wann noch der Hinweis. So, wer bist du, Kollege? Das ist komisch. Habe ich den Schlüssel für das Tor fallen lassen irgendwo? Was, als ich auf der Ausgrabungstour war? Muss ich aber jetzt nicht hin, oder? Ausgrabungstour? Weiß auch wo. Okay. Hätte ich das vielleicht beim letzten Mal schon ausgraben können? Ja. Wir progressieren. So, da hinten ist mein Flugkörper. Was sagt unser Leben? Oha. Ja, wir sollten vielleicht hier mal... Ah, siehst du. Ich nehme natürlich jetzt mal, weil ich wieder Ärger bekomme von euch, ein Zelt. Und ich habe meinen ersten X-Trank verbraucht. Aber durch, okay. Zelt. Möchte zelten. So. Schönes Ding. Level 56. Okay, wieso warten wir jetzt? Lass mal gucken, ob wir Barret ins Team holen. Yes. Barret ist 50. Nö. Dann warten wir. Ein Level drüber, also, ne? Wenn Yuffie oder Red 53 sind, kommen Tifa und Barret ins Team. Ja. Mach mal so. Entschuldigung. Kann ich da nicht auch irgendwie was Feines können, mäßiges lernen? Yuffie, mach mal deinen Golden Blitz. Und danke. Also weg, Yuffie. Das mit dem Zelt ist schon verdammt praktisch. Oha. Weg ist er. 882 Ampere, Ben.
Achso, okay. Wir sollten vielleicht dann doch nochmal bei den Substanzen hingucken. Weil wir haben jetzt wirklich eine Menge reproduzierter. Hier Substanz, da schauen wir kurz mal durch. Guck mal, MP Plus ist voll. Wollen wir hier einfach eine neue einsetzen? So, hier MP Plus, wie sieht's da aus? Noch 0. Und hier? Master. Aber so viel gemastert jetzt, das müsste die reproduzierte sein. Brauchen wir noch was Sauber Plus, brauchen wir noch was Blitz. Wollen wir Blitz auch hier eine neue einsetzen? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Gerne Bescheid sagen, wenn nicht, lasse ich die alte drin. Mach halt jetzt Kohle, was eigentlich auch nicht so nötig ist, ne? Haben wir eh genügend von. Sind doch so viele jetzt reproduziert worden. Feines Gönnen. Erde, okay. Hier alle. Alle, tauschen wir mal gegen das neue alle. Okay. Okay, hier Schutz. Schutz. Hat sich Schutz nicht verdoppelt, oder was? Achso, das hatte ich in einem blöden Moment ausgetauscht. Ich glaube, Schutz lasse ich drin. Weil es macht ja schon eine Menge. Ah, Schutz lasse ich drin. Okay. Schutz drinnen lassen. Sowas. Wie sieht es bei Ben aus? Okay. Was ist denn nur los? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Die habe ich rausgenommen, richtig? Ja. Okay. Wahnsinn, wie dunkel das jetzt ist. Okay, ja, und dann scheint wieder in die Sonne an. Ist super. So, ich denke mal, hier in den Norden müssen wir hin. Wo ist die Atmosphäre gewesen? Wir können natürlich in der Ausgrabungsstätte gucken nach einem Schlüssel für Midgar. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so schon welche schon hingehe. Hier, ne? Ja, yeah, ja, okay. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Zit, kann das Luftschiff hineinkommen? Zit sagt, hä? Er ist aber mein Schüler. Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Er sagt, hey, Ketziff, was jetzt? Halt das. Scarlet, Heidecker, was ist los? Warum haben die alle blutunterlaufene Augen mal so nebenbei? Heidecker sagt, seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Das ist, die haben eine zu geringe Luftfeuchtigkeit. Klar, hast dann keinen Schimmel. Aber dann hast halt sowas, ne? Ist auch blöd. Wenn die Schleimhäute austrocknen. Seltsam, genau, ja. Wie gesagt, nicht der Präsident. Zu Sister Ray. Er sagt, hahaha, was ist los, Reef? Du sprichst seltsam. Bisschen schon, ne? Das ist alles gleichgültig. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz von alleine zu. Moment mal, das ist nicht klug, sagt Scarlet. Es muss 3 Stunden abkühlen oder es funktioniert nicht. Das können wir nicht tun, das ist undurchführbar. Jemand hat die Maschine auf Großrechner in Betrieb umgestellt. Wir können sie von hier aus nicht bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer? Hier ruft den Großrechner an. Hä, warum erteilst du Befehle? Die Details interessieren mich einen feuchten Dreck. Hoyo sagt, hahaha, warte nur, Sephiroth, ich werde dir mehr Mako geben, als dir lieb ist. Reef sagt, Hoyo, halt, die Kanone, nein, Midgar selbst ist in Gefahr. Hahaha, 102 Midgars, das ist ein kleiner Preis. Hoyo, Hoyo. Hoyo. Zeig mir, Sephiroth, es ist bestimmt nah.
Hahaha, über die Macht der Wissenschaft hinaus. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern. Lass mich es nur sehen. Hahaha. Hahaha. Hey Thomas, du große Katze. Es passiert gerade so viel, ist super verwirrend. Was? Wir sind erledigt, Toyo macht das alleine. Hä? Das gefällt mir nicht. Du bist erledigt, Reef. Jetzt ist es zu spät, um es zu verbergen. Könnt ihr den Makro-Reaktor nicht stoppen, fragt Ben. Wir können das nicht stoppen. Jetzt weitergeht der Vater in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend und in 3 Tagen. Bis dann.